Guten Morgen! Ich bin ja gerade auf meiner Reise hier durch Deutschland, ja, am Abklappern der Menschen, neue Inspirationen und alte Inspirationen und neue Menschen und alte Menschen. Und ja, da bin ich jetzt hier auch beim Patrick gelandet und ja, der Rohköstler, bei YouTube kann man von der Zeit so sagen, mir ist zumindest kein größerer Rohköstler von den Abonnentenzahlen in YouTube bekannt. Und ja, wir haben ja schon einige Mal uns beim Rohkost-Potluck getroffen. Und ja, bin froh, dass wir uns auch wieder die Zeit nehmen konnten füreinander, um uns mal ein bisschen auszutauschen. Und genau dieser Punkt Rohkost oder generell so diese Begriffsbezeichnungen Veganer, Rohköstler, Veganer, das kennt ihr sicherlich alle, ne? Die Veganer alle sind und dann wird was. Beim Rohköstler ist das noch spezieller und ja, da haben wir uns ein bisschen ausgetauscht und da habe ich gesagt, hey komm, lass uns da einfach mal die Kamera anmachen, wir haben beide sicherlich was zu sagen zu dem Thema, unsere Erfahrungen zu tauschen, auszutauschen mit euch und würde mich auch freuen, wenn ihr in den Kommentaren da auch eure Meinung dazu gebt, weil die Rohkost ist ja so im Laufe der Zeit, also wo ich mit YouTube angefangen habe, ich weiß gar nicht, wann hast du mit YouTube angefangen? Zweieinhalb Jahre, ja. Da war das ganze Flair der Rohkost noch irgendwie so ein bisschen, na, das war noch neu irgendwie. Also ich kannte, bis auf Silke, die ja schon länger da am Start war, aber das war so was Neues und dann war man so und Norman. Hi. Norman, stimmt. Norman Nauber, Fett ohne Rohsprossen, oder hier, Sprossen ohne Rot. Nee, Rohkost mit Sprossen. Rohkost mit Sprossen, der Norman, der war ja. Grüße an dich, Norman. Stimmt, den gab es hier noch. Hi, Norman. Ja, und na, da war alles so ein bisschen anders als heutzutage. Heutzutage ist die Rohkost quasi die Ernährungsform oft gekoppelt mit verschiedenen Ideologien, mit verschiedenen spirituellen Richtungen und so weiter. Letztlich wird trotzdem jeder Rohköstler immer wieder so, ja, er ist Rohköstler und dann mit allem so vermixt, weil es halt einfach mehr Rohköstler gibt, mehr Leute, die gesagt haben, hey, ich finde die Rohkost toll und ja. Ist ja auch so ein bisschen die nächste Instanz, weil immer mehr Leute, also es ist ja mit die schnellst wachsende Bewegung der Veganismus halt so und dann ist die nächste Stufe, sag ich mal, wo man sagen würde, hey, wenn ich das gemacht habe, vielleicht wäre das noch ein bisschen evolutionärer oder sonst was halt, noch ein bisschen näher an dem, wo ich eigentlich herkomme. Und dann schienen halt die vielen halt Leute immer auf die Rohkost halt eben. Ne? Und dann ist das halt so ein wachsender Prozess, proportional zu vegan, auch zu Rohkost halt dementsprechend. Mhm. Ne? Von daher immer mehr und je mehr Leute dann auch der Rohkost angehören, desto mehr, ja, unterschiedliche, wie soll man sagen, Fenster gibt es nochmal in der Rohkost halt. Ne? Dass die Leute sagen, ich mache Rohkost, weil auf der spirituellen Ebene manche nur ernährungstechnisch, Elektronen, Biophoton, so halt. Ne? Dann gibt es natürlich auch mehr Spezifikationen halt später darin. Ne. Aber wir wollten uns ja über das Thema Dogmatismus auch so ein bisschen unterhalten. Von wegen, ja, also ich würde so anfangen, warum vegan, wann ist etwas okay, ist vegan natürlich? So, das sind so die drei Punkte, die ich abklappern, glaube ich, wollen würde. Und jetzt kann man sagen, fangen wir einmal an, in der Evolution, ja, gibt es da Veganismus eigentlich so? Ich glaube nicht. Also ich glaube nicht, dass die Tiere sowas großartig wie Ethik kennen. Ja? Es gibt schon so Videos, wo gezeigt hat, dass schwächere Tiere anderen geholfen haben und so. Das gibt es auf jeden Fall, das haben die. Aber in der Natur ist immer ein anderer Faktor, weil da geht es um Überleben. Ne? Man sieht zum Beispiel auch Bilder, wo zum Beispiel eine Antilope neben einem Löwen trinkt, sondern da sieht man einfach, die töten for need, not for greed. Also nur fürs Nutzen und nicht für die, wie soll man sagen, für die Gier. Ne? Und das ist schon ein ganz, ganz großer Unterschied, den wir dann halt auch nicht mehr so spüren und auch nicht mehr in uns haben, dieses Feld, und damit auch komplett unterschiedlich interagieren, wie wir eigentlich halt wären. Halt so, ne? Von daher ist es immer sehr, relativ schwierig zu sagen, ist Veganismus natürlich? Ich würde sagen, nein, weil stell dir mal vor, wenn wir uns einfach jetzt ja, draußen leben würden, ja, was würdest du essen halt so als Veganer halt? Ne? Das ist halt so die Frage, was würdest du essen und was wäre die nächste Instanz, was du vielleicht essen würdest, wenn es vielleicht irgendwann keine Pflanzen mehr gibt? Wo fängt es an? Ne? Also ist immer die Sache, wie ist die Ernährungsform auf die bestimmten Umstände geschnitten halt? Weil wenn es ums Überleben kommt, bist du noch Veganer? Weißt du, was ich meine? Wie? Nein, mit Sicherheit nicht. Ich glaube, da sind auch die Veganer an sich sehr, sehr einig, dass wenn die Situation kommt, dass man dann tatsächlich sagt, okay, nein, wenn es ums Überleben geht, nicht. Aber das ist ja, wir haben ja die Wahl zu sagen, ja,
und das ist halt eben in der Situation. Übrigens, ich stehe ja gerade mitten im Glas, sehe ich irgendwie gerade, ich bin barfuß und stehe mitten im Glas. Also das ist hier Aufopferung für YouTube, sage ich einfach mal. Aber na gut, ich wollte dich nicht unterbrechen. Aber mir ist nur eingefallen, dass es natürlich da auch, glaube ich, einen Konsens gibt darüber, dass man, wenn die Notsituation kommt, dass man dann tatsächlich ja, nicht mehr vegan ist oder nicht mehr vegan lebt. Ja. Oder ja, wenn es um das eigene Überleben geht, dass man da ja, relativiert. Letztlich haben wir die Möglichkeit. Die Frage ist natürlich, und vielleicht ist das auch der Hinführung dann zu einem zweiten oder dritten Punkt, dass was ist denn das Gesündeste? Weil man verbindet ja das Natürlichkeit ja immer so ein Begriff, der auch schwer zu fassen ist und auch mit neuen Definitionen immer belegt wird. Was ist natürlich? Eigentlich ist alles natürlich, weil alles ist. Aber jetzt mal dem engeren Begriff, wie du ihn meinst und wie auch die meisten benutzen und ich auch. Dann ist es tatsächlich so, dass natürlicher es wäre, wenn wir vollwertige Pflanzen nehmen oder Tiere oder Insekten, was auch immer, als wenn wir uns Nahrungsergänzung reinpfeifen müssen. Es wäre natürlicher. Ja. Ist es besser? Das ist eine individuelle Entscheidung, die der Ethiker obliegt. Weil viele sagen immer, das Manko ja für viele Veganer ist ja der B12, die B12-Thematik so gesehen. Alles andere. Also wenn wir davon ausgehen würden, dass wir vielleicht auch in anderen Breitengraden leben würden, wo wir noch ein bisschen mehr Sonne bekommen wollen würden, ne? Das macht natürlich unsere Umstände durch Häuser und so weiter erst überhaupt möglich, Kleidung und solche Sachen, dass wir auch wirklich hier so halt überleben könnten halt, ne? Aber natürlich hoffentlich ist eben klar, dass wir irgendwo schon da sein sollten, wo wir eigentlich am Äquator halt, wo wir auch nackt so eigentlich leben könnten von dem, was da halt so ist halt auch, ne? Das ist nicht so. Aber die Frage ist halt, geht nochmal zur Natürlichkeit über und ist die Frage, nochmal über die Ernährung also vor allen Dingen, was ist natürlich B12-Thematik, ja, und ich glaube, dass B12, ja, viele Pflanzen, also vielleicht wissen es viele ja oder nein, dass Gorilla, also wir haben die Problematik halt mit dem Dünndarm und dann mit dem Dickdarm später, ja, dass das B12 dementsprechend im Dünndarm absorbiert wird, ja, und aber erst im Dickdarm halt gebildet wird und damit hast du nicht die Möglichkeit, das wirklich in großen Mengen zu konsumieren. Es gibt auch Möglichkeiten, Bakterien und so weiter, die im Dünndarm da funktionieren, aber der Hauptanteil ist eben im Dickdarm und dann, wenn du es da gebildet hast, kannst du es schon nicht mehr aufnehmen, weil der Part war davor. Und das, was die Gorilla halt machen, sie essen ihren Kot deswegen, um das B12 halt wieder aufzunehmen. Ja, ist die Frage, würde das jemand so machen? Ich glaube halt nicht. Und ich glaube eben, dass eine B12-Quelle natürlich auch Bakterien, dreckige Wildkräuter und so weiter, ja, aber auch eben Insekten sind, ja. Und ich glaube eben, dass viele Gorilla jetzt nicht unbedingt gucken, oh, ist da jetzt ein Insekt drauf, esse ich das jetzt oder nicht. Und das ist von der Evolution eben so gewollt. Das ist alles so gewollt, weil diese Spezies hat sich über Millionen von Jahren so entwickelt, halt durch diese nicht drauf achten. Ne? Und das darauf im Flow sein mit der Natur, einfach essen und mich nicht Gedanken machen. Und dann ist halt die Frage, ist da Ethik, ist das dann eine Krankheit? ist es halt der wie ist das mit der Ethik? Ist das also wie halt oft von veganen Kritikern gesagt wird, ist das halt so ein Luxusding, den man nehmen kann? Oder ist es halt tatsächlich eine Weiterentwicklung, wo man sagt, okay, wir müssen es nicht mehr und wir fühlen uns gut dabei? Und das ist eine Frage, ich bin auch immer sehr vorsichtig, auch in meinen Videos, ihr wisst es ja, immer sehr vorsichtig, da so ein endgültiges Urteil irgendwie zu sprechen, weil irgendwie hat halt jeder das Recht auch auf seine eigene Empfindung und seine eigene Meinung. Und da fällt es einem immer schwer, da einen gewissen Dogmatismus dann zu sagen, okay, das ist so, das ist so, das ist so. Und davon würde ich mich gerne, oder wir uns auch, wir haben uns ja gerade darüber unterhalten, auch so ein bisschen lösen, dass man einfach dann sagt, okay, wir sind alle irgendwelche Indianer, die durch die Prärie reiten und nicht wirklich eine Ahnung von allen haben und versuchen irgendwie das Beste rauszuholen. Der eine mehr mit Wissenschaft, wie jetzt der Patrick, und dann gibt es welche, die vielleicht eher so ein bisschen spirituell unterwegs sind. Ne? Manche versuchen einen guten Mix zu finden, manche, wie auch immer, jeder denkt sowieso, dass er versucht, das Beste rauszuholen. Aber so richtig wissen, nee. Und entsprechend würde ich halt gerne auch dazu übergehen, dass man, auch gerade jetzt bei der Rohkost, dass man die Rohkost als Ernährungsform von mir ja auch sehen kann, aber dass man da nicht, dass man da genauso differenziert. Also die Rohkost ist die Ernährung, aber alles, was drumherum liegt, das ist nicht unbedingt immer mit der Rohkost verbunden. Und es fällt so leicht bei YouTube, so gewisse Feindbilder zu kreieren. Feindbilder, um eben ja, sich darüber aufzuregen. Ne? Oder um eine Gemeinschaft zu bilden, also dass man selber ein gewisses Klischee erfüllt, um quasi ja, Kundenbindung zu erzeugen. Und das tut uns allen nicht gut, auf keinster Ebene. Wirklich die Sachen Stück für Stück angehen, offen bleiben und tolerant für die verschiedenen
ja, Ernährungsform und auch was damit assoziiert ist. Ja. Weil ist ja die Frage, wenn du jemanden jetzt haben würdest und kennen würdest, ja, wie würdest du über ihn denken? Musst du mal überlegen. Also sagen wir mal, der hat sich dazu entschlossen, der wohnt irgendwo weiter im Süden und so weiter und nur von dem zu leben, was halt draußen so ist. Das heißt, Grünzeug und Insekten und ich meine, einen Hasen jetzt fangen, das ist schon wieder was ganz anderes, ne? Also ich glaube nicht. Also, aber wie würdet ihr über ihn denken? Ja? Würdet ihr sagen, hey, ich finde das cool, dass du versuchst, back to the roots zu gehen und wahrscheinlich das essen würdest, was du früher auch gegessen hättest. Keiner weiß es genau, aber jetzt einfach mal so. Ja, und würdest sagen, ja gut, jetzt isst du aber Insekten. Würdest du ihn dafür verurteilen? Würdest du sagen, hey cool, dass du so evolutionär versuchst zu sein? Oder würdest du sagen, hey, ich verurteile dich, weil du hättest auch die Wahl, lieber Haferflocken zu kaufen? Das ist eine richtig geile Frage. Das ist eine richtig geile Frage. Schreibt das mal in die Kommentare. Ja. Was würdet ihr tun in der Situation? Würdet ihr ihn verurteilen oder nicht? Ich kann mich noch erinnern, ich hatte mal vor 3 Jahren, hatte ich bei YouTube geäußert, dass ich sehr viele Fruchtfliegen habe und habe in meiner Naivität gesagt, hey, pass auf, wie kann ich denn die Fruchtfliegen töten? Und mir war nicht ganz so bewusst, dass es dann eben ja, auch Menschen gibt, die dann wirklich auch sagen, hey, pass auf, das ist nicht in Ordnung. So, und kann das vollkommen akzeptieren. Ne? Also jeder kann für sich das entscheiden. Ich fand das oder finde das auch nach wie vor für meinen Teil, das ist klar, wenn man sie nicht töten muss oder wenn alles okay ist, dann ich töte nie ein Insekt, auch wenn es nicht sein das heißt, muss auch oder so eine Sache. Aber ich töte nicht einfach aus Spaß, sondern es belästigt mich auch. Ich konnte in dem Moment, ich habe es ja gesagt, nicht mehr atmen, weil die überall waren. Ich habe fast nichts mehr gesehen. Und naja, das ist halt, ist dann so eine Sache, das ist schon ein Thema. Deswegen, mich interessiert es da total, wie ihr darüber denkt, wenn jemand wirklich dieses Back to the Roots geht in die Natur, lebt in der Natur, was ja eigentlich was ist, wo wir alle sagen, hey, das ist eigentlich dann ziemlich, resonieren wir. Ja, genau. Und ist es dann okay, dann Insekten zu essen? Wahrscheinlich, aber zu Hause dann ja nicht, wenn man dann irgendwie auf den Jahrmarkt geht und gegrillte Grillen oder gegrillte, was da immer gibt, diese Maden, das dann eben ist. Ist es dann nicht mehr okay und ist dann wieder der Kontext und das ist echt eine richtig, ist man kann es sich echt einfach machen, sagen, alles Lebewesen sind alles Gefühle, auch Pflanzen haben Gefühle und es ist alles schlimm, was ihr macht und andererseits kann man sich so einfach machen, sagen, ich esse alles, mir ist scheißegal, nach mir die Sinnflut. Das ist so ein bisschen der Punkt, wo wir uns als Mensch sehen halt, wenn wir uns quasi als absolutes Gottwesen sehen, der über alle anderen steht, dann ist es sehr, sehr schwierig, aber wenn wir versuchen, wieder den Menschen zu verstehen als etwas, was die Gleichgewichte in der Natur, also die Gleichgewichte in der Natur beeinflussen könnte, weil wir vielleicht irgendwo auch einen Stellenwert hätten, so gesehen in der Nahrungskette, sag ich mal, ne? Dass wir auch ein Gleichgewicht dazu beitragen, dass es wieder hergestellt wird, ja. Zum Beispiel, was die Menschen ja auch wieder durch dieses Gottkomplex gemacht haben, die haben bestimmte Tiere abgeknallt, weil es so schön ist, ja, und jetzt haben die anderen sich natürlich vermehrt, jetzt müssen die auch noch abknallen, ja. Das meine ich halt damit so, ne? Diesen Gottkomplex. Wenn du dich da siehst als Mensch, dann ist es wieder, ja, wie soll man sagen, schwieriger halt, das objektiver zu betrachten. Wenn du dich aber siehst als Menschen, der ebenfalls mal der Nahrungskette irgendwo angehört hat, sag ich mal, ne? Dann ist es vielleicht ein bisschen einfacher, das nachzuvollziehen und zu sagen, der Mensch hat vielleicht doch seine Funktion als, ist auch die Frage halt, was meinst du, was wir für Esser sind? Sind wir alles Esser, Pflanzenfresser und so weiter halt, ne? Ja, ich denke, das könnte ein bisschen dabei behilflich sein bei eurer Denkensweise, wie ihr darüber denkt über diese Frage und urteilt. Und ich denke, wir sehen uns in den Kommentaren auf jeden Fall. Dann, wie gesagt, lasst uns unten in die Kommentare über dieses Thema reden. Dogmatismus und wie gesagt, genau dieses Szenario würde ich mich ganz, und natürlich, was ihr sonst auch drüber denkt, dieses Szenario, jemand geht back to the roots, isst Insekten, wie bewertet ihr das? Gut, das mal so als kleine Inspiration und für uns auch so ein bisschen als Feedback, weil wir uns gerade da intensiv darüber ausgetauscht haben und natürlich alle Argumente, die wir jetzt, deswegen haben wir jetzt, wollen wir es auch nicht zu lang machen, weil wir haben natürlich viele Argumente, aber wir wollen ja nicht alles quasi schon vorgeben, sondern wäre schön, wenn da wirklich eine Diskussion entstehen würde. Gut, na dann. Wir danken fürs Zusehen. Jo, bis zum nächsten Mal. Daumen nicht vergessen. Bis dahin. Ciao.